Oh, ich hab eine gute Idee. Ich glaube, wir machen das kleine Türmchen gar kein Holz mit rein. Warum haben Jelle und ich immer die gleichen Gedanken, wenn Crow sagt, ich habe eine gute Idee? War echt eine gute Idee. Oh. Aber ich hab nicht für mein Haus. Scheiße. Verdammt, oh. Wieso geht das nicht? Scheiße aus. Ja, aber sonst kann ein kleines Lämpchen runterhängen können. Nö, Nacht. Das wird ein bisschen experimentell, das Haus, und auch sehr klein und unnötig, aber da kann dann sowas rein wie Eiskaffee. Eiskaffee, ich mache aus dem mal einen Eiskaffee. Da kommt einfach ein kleiner Laden rein. Ich krieg da einen Laden rein. Und eine Wohnung. Kannst du kleinen Kindern dann schön Eis verkaufen. Ja. Ich krieg da einen Laden und eine Wohnung rein. Das ist vergessen, was wir nehmen auf, Dornel. Was denn? Ja, dieser Baustil, den ich gerade mache, der passt oben zu mir, aber nicht so wirklich hier hin. Ist ja egal, wir sind Kultur in der Hauptstadt. Passt doch. Ja, passt schon. Ich finde, dann wirkt das Haus auffälliger. Ich finde, das wirkt mich so ein bisschen sehr so wie ein kleines Hexenhäuschen. Dafür ist es jetzt schon zu groß und ich meine, da muss ja noch ein Dach drauf. Weil ich finde, das Netherhaus muss schon auffällig sein, nur nicht so auffällig, wie wir das letztes Mal gebaut haben. Wo dann ja. Haus das war einfach überall steht. Bunt. Das hatte seinen Charme. Das hatte seinen. War so ein guter Nitrado-Charme. Jetzt bist du aber beleidigt. Nein, ich hab mitgebaut. Ja und? Darf das? Nein. Bei unserer Klasse jemand, der sich immer selbst beleidigt. Er meint, man kommt dann sympathischer rüber. Wieso? Keine Ahnung. Die Jugend von heute. Das sieht. Ja. Ja. Ja, sieht hexig aus. Das sieht vor allem nicht so wuchtig aus, nicht so massiv. Darum ging's mir jetzt gerade. Erinnert mich gerade irgendwie an Wikinger. Ja, mich auch. Mit einem gehörnten Helm. Das gefällt mir aber echt. Das sieht schön aus. Na, wer findet man die Bibliothek cool? Die ist so zugestellt, das ist so unfassbar. Scheiße. Wer findet sie cool? Keiner sagt was. Halt mich da raus. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich sag's nur so, ich bin sprachlos. Und entsetzt. Aber auch sprachlos. Aber auch entsetzt. Das ist erfasst. Crow, hilf mir mal. Danke. Ja. Du musst mir ja mal helfen beim Eingang.
Hast einen Turm. Wie soll ich dir da helfen? Beim Eingang. Los, komm, los. Gleich. Ich weiß nicht, wie ich das dann machen soll. Turm. Außerdem wird das gar kein Turm, es wird einfach nur ein kleines viereckiges Haus. Den Eingang oder wie? Was? Ja, du sollst aber beim Eingang helfen. Der Eingang kriege ich irgendwie nicht hin. Also, diese komische Treppe dann davor. So, das da. Das doch. Also irgendwie so einen kleinen Vorsprung muss und dann so eine Treppe nach unten. Ah, ich weiß. Ich will, das Teil wird nur ein Stöckchen, dann kommt gleich noch das Dach drauf. Ich mach mal kurz auf Nacht, ne? Mhm. Willst? Weiß ich? Na, Eck. Kurz bitte auf Nacht lassen. Willst? Lass Tag machen? Nee. Aha. Kann einer vielleicht später mal nachgucken und mir sagen, wie er die Bibliothek findet? Hübsch. Mhm. Hast du die jetzt weiter eingerichtet oder bei dir im Haus? Nee, bei mir im Haus. Ich mag das, wenn es so verwinkelt ist. Aber hier wirst du auf jeden Fall nichts wiederfinden. Was wir vielleicht noch machen können, ist irgendwie hier in so Sackengassen vielleicht, Sitzecke, in deinem Podest mit einem Enchantment-Table, so als Leseecke oder sowas. Ja, oder eine Sitzecke. Ah, was ist das? Was ist was? Ein Labyrinth, durch das man ziemlich leicht durchfindet. Das ist so verwirrend. Man sieht quasi den Ausgang, wenn man da mal weggeht. Dashback. Ich bin's niedlich. Ja, mit niedlich würde ich es jetzt vielleicht nicht beschreiben. Mit okay. Süß. Nicht witzig. Oh. Sieht so aus wie so ein Zeichen. Ja. Passt. Da kommt jetzt noch ein Dach drauf. Muss der total berühmte Person wohnen in dem Haus? Nee, das wird ein Laden und eine Wohnung. Und ja, ich krieg da einen Laden und eine Wohnung unter. Schönes Dach. Naja, ich fange erst an. Ein richtig schönes hohes Dach.
Oh. Nee, noch nicht ganz. Oh. Nee, nee. So, wo denn das Dach? Ja, das ist bitte. Und Jakob, das wird so gut. Ah, oh, ich hab nichts dagegen. Hat irgendwie dann was, so das kleine Teil in deinem Dach. Du das riesige. Machst du da cool? Achso. User in your channel timed out. Und tschüss. Hier, du. User entered your channel. Ah, oh, und das hat. Das ging ja schnell. Necro, kannst du dir mal ein Beispiel dran nehmen? Ja! Speed and low internet. Okay. Ich überleg grad, ob ich so ein zweigeteiltes mache. Ich glaube, das wäre am besten. In so eins wie King gut. Oder? Na, damit auch erst dran gemacht. Halt nur flach. Hm, aber ich glaube, das wird schon fast so. Ich mach lieber so ein zweigeteiltes. Mein Dach ist doch nicht so hoch hier von dem Haus. Ja, von dem nicht, aber guck dir das mal bei mir an. Meins ist fast doppelt so breit. Das würde zu hoch werden. Ja, aber irgendwie finde ich das richtig, sieht eigentlich ganz gut aus mit dem kleinen Teil und dann auch das hohe Dach. Das hat was. Sind diese zwei Häuser, die mit einer Brücke sind diese zwei Häuser, die mit einer Brücke verbunden sind, ein Haus oder sind das zwei? Das sind zwei Geschwister, die zwei Läden haben, also eine Färberei und einen Wolleladen. Die zwei Leben haben. Zwei Läden. Okay. Zwei Läden. Was soll jetzt der Turm? Ja, wenigstens haben sie eins. Ist mir gut. Und der Turm? Da wohnt Gunnar Bund. Achso, okay. Ja. Dann sieht er sich doch geil aus. Ah? Ah. Sieht doch nice aus. Jetzt geht's. Wir müssen die Palette hier mal verschieben. Was schiebst du? Oh Gott, sei Dank. Warte noch, bitte. Ja, aber ich kann auch gerade sagen. Aber nicht in mein Haus. Glaubst du, okay. Das Licht ausgemacht. Das sieht ja schön aus. Wow. Was hast du mit dem Glowstone gemacht? Den anderen? Ja, so. Ja, genau. Mir nicht. Nee. Keine Kompass drücken. Ja, außerdem hab ich den Kompass geklickt. Übrigens ein Keller. Ich beschlossen. Was hat ein Keller? Der Typ. Der Typ, ja. Das wird ein Laden. Ich würde lieber dem Haus von dem Typen einen Keller geben und nicht direkt dem Typen. Nein, der Typ braucht einen Keller. Das stimmt natürlich auch wieder. Nein, das braucht doch keinen Keller, nur der Typ. Bist du auch verrückt, Crow? Crow, du bist doch verrückt. Aus dem Keller. Also. Aber warum? Ja, ich bin mal kurz weg, ne? Ich komme später nochmal wieder. Ja, okay. Okay. Bis dann. Ja. Nimmst du eigentlich immer noch auf? Ja, natürlich. Bis ich das Dach auf jeden Fall noch drauf gesetzt habe und dann mache ich.